war schon immer Foodie. Der Kaffee war auch ein Teil von der Lebenskultur zu Hause. Ne? Nachmittags Kaffee und Freunde und Reden. Dann versucht man das auch irgendwann besonders gut hinzukriegen. Parallel hat dann der Job, den ich hatte, immer weniger Spaß gemacht. Da habe ich irgendwann den Hut an den Nagel gehängt und gesagt, okay, tschüss. Meine Frau geschnappt, dann nochmal auf eine zweite Weltreise gegangen und gesagt, okay, wenn wir wiederkommen, mache ich eine Kaffeerösterei auf. Gedanke, das zu machen, ja, war ja wirklich für mich, den Genuss selber zu haben. Ne? Also das Rösten will ich selber machen, den Kaffee zubereiten. Es ist ja alles das gesamte Design. Ich mache alles selber, die Website von A bis Z. Macht unglaublich viel Arbeit, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil überall steckt einfach dann ich zu 100% drin. Also Kaffees, die jetzt mich speziell unterscheiden, sind Kaffees, die ich direkt importiert habe, wo ich selber nach Kolumbien fliege, die Kaffeebauern treffe, den Kaffee dann direkt von denen einkaufe. Da sind Kleinstbauern, die haben dann unter Umständen einen Ertrag von 3 Sack pro Ernte. Sage ich, nehme ich die komplett, dann ist das ein weltexklusiver Kaffee, den es nur bei mir gibt. Das heißt, wenn man einen Kaffeesack neu aufmacht, diesen Sack aufschneiden, dann kommt erstmal der erste großartige Geruch da raus. Und das ist auch was, da merke ich, da wird die Nase immer feiner, ne? Man kann das mal mehr genießen und ja. Wie saftig der noch ist, wie süß der noch ist. Das Wichtige ist, wenn Leute herkommen, dass man auch eine richtige Beratung macht, dass man rausfindet, was ist das Geschmacksprofil, mag man es mehr schokoladig, karamellig, mag man es lieber richtig schön süß, frucht und fruchtig, dass man sagt, ja, das klingt total lecker. Natürlich ist das hier noch ein Nonplusultra, muss man wirklich sagen. Wir wissen einfach, was mit dem Kaffee vorher passiert ist, wo er herkommt, und das ist schon, es macht auch schon ein gutes Gefühl.